Hallo liebe Kinder, ihr macht ja schon ganz lange Yoga und ihr wisst ja, was wir jetzt brauchen, wenn wir eine kleine Traumreise machen und uns ausruhen. Da könnt ihr euch jetzt zu Hause mal ein schönes Kissen suchen, vielleicht einen schönen Platz machen, so wie ich jetzt hier, habe ich eine Kerze angemacht und denk an euch. Und ihr holt euch mal ein schönes Tuch, vielleicht auch eine Kuscheldecke, wo ihr euch so ein bisschen einkuscheln könnt, damit ihr richtig gut träumen könnt und euch ausruhen. Vielleicht möchte ja die Mama oder der Papa auch mal mitmachen, dann könnt ihr gemeinsam jetzt ausruhen. Und unter deiner Kuscheldecke legst du dich ganz entspannt hin, streckst alles aus, deine Beine sind entspannt und der Po und der ganze Rücken, alles darf jetzt mal richtig ausruhen. So ähnlich wie wenn du nachts im Bett liegst und schläfst. Aber du schläfst jetzt nicht richtig, sondern nur entspannen und ausruhen ganz tief. Kopf darfst du ausruhen, auf dem Kissen ganz gemütlich. Und die Arme und die Hände und dein Bauch, der fühlt sich richtig wohl. Wenn der atmet, dann wird er ein bisschen rund und dann geht die Luft da rein. Und wenn du ausatmest, geht alles alte, graue, trübe, alle Unruhe. Alles strömt aus. Du atmest ein und dein Bauch, der knurrt vielleicht sogar ein bisschen. Er fühlt sich immer wohler. Ganz ruhig atmest du ein und aus. Und in deine Lungen strömt gute, frische Luft. Atmest ein in deinen Rippenkorb und wieder aus und entspannst dich. Und auch deine Augen dürfen zugehen. Und du bist ganz leise und gibst dir ein Versprechen. Ich bin ganz still, weil ich jetzt ins Traumland will. Und heute wollen wir mal unser Herz besuchen. Und das Herz, das klopft ja Tag und Nacht. Es klopft, bis wir eine alte Oma und ein alter Opa sind. Klopft in der Nacht, wenn du träumst und dich ausruhst. Und heute bedanken wir uns mal beim Herz, besuchen es. Das freut sich bestimmt, weil das Herz, das mag am liebsten, wenn es Freude hat. Und es pumpt ja immer das gute Blut durch den ganzen Körper. Und ich glaube, dein Herz, das hat eine ganz besondere Kraft. Wenn du es besuchst heute, siehst du schon, vielleicht winkt es dir auch. Wie geht es denn deinem Herzen? Hallo Herz, sagst du, ich komme mal heute dich besuchen. Und du legst mal deine Hand auf dein Herz und spürst mal, dass es ganz ruhig werden kann. Das freut sich, wenn du da bist und du siehst, wie das Herz ein ganz großes Smiley dir zurückschickt. Oh, das ist ja ganz zauberhaft. Aus deinem Herzen fließen jetzt ganz, ganz viele, 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 viele Smileys überall durch den ganzen Körper. Das ist ja toll. Es fließt durch deine Adern, ganz saubere, gesunde und fröhliche Zellen. Hui, das ist ganz warm bis runter in die Füße, in die Fingerspitzen und deinen ganzen Bauch und dann nach oben bis in deinen Kopf. Der Kopf ruht sich ganz, ganz doll aus. Während du liegst, merkst du, wie du ein bisschen lächelst, so wie ein Baby. Wenn du so ein Baby manchmal anschaust, dann lächeln die so schön. Und du lächelst auch zu deinem Herzen.
Und ihr zwei seid beste, beste Freundinnen, beste, beste Freunde, dein gutes Herz. Und vielleicht hast du heute eine kleine Überraschung für dein Herz mitgebracht oder auch vielleicht ein kleines Geschenk, vielleicht eine schöne Blume oder ein Kraftstein. Eine schöne Farbe, eine ganz rote, schöne Farbe für dein Herz. So ganz saftig rot, das mag dein Herz so gern. Dann schickt es dir gleich nochmal. Ui, ganz, ganz viele tolle Smileys. Dann schaust du mal, wo schickt denn dein Herz besonders viele hin? Vielleicht in deinen Bauch hinein. Der fühlt sich ganz wohl. Oh, und dein Bauch, der hat auch ein ganz großes Smiley von links nach rechts und von rechts nach links. Ein ganz großes Smiley. Herz. Es freut sich so sehr, dass ihr zweimal zusammen sein könnt. Und bevor du diese Reise beendest, drückt ihr euch noch mal ganz fest, dein Herz und du. Und das Herz sagt zu dir, du kannst jederzeit wiederkommen und mich besuchen, dann können wir uns beide miteinander ausruhen. Und wenn du dann die Augen aufgemacht hast, dann gibt es vielleicht noch eine kleine Stärkung. Vielleicht findest du irgendwas Schönes, Leckeres, vielleicht ein schönes Stück Apfelsine oder eine tolle Nuss. Und ihr beide, du, vielleicht die Mama und der Papa, ihr könnt euch jetzt zusammen noch mal richtig stärken und ganz langsam wach werden. Regel dich schön und streck dich und genieße deine Stärkung. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und wenn du Lust hast, malst du jetzt ein ganz, ganz schönes Bild für dein Yoga-Hefter. Ein großes Herz oder ganz viele Smileys. Habt's gut, Kinder. Tschüss.